Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu TV Berlin aktuell an diesem Dienstag, dem 17. September. Wenigstens die Regenwolken, die haben heute mal einen großen Bogen um die Stadt gemacht. Dafür gab es am Mittag strahlenden Sonnenschein, aber die Temperaturen am Morgen im einstelligen Bereich machen uns allen bewusst, der Sommer ist vorbei. Ob wir in den kommenden Tagen noch einmal in den Genuss von Sonne und milderen Temperaturen kommen werden, mehr dazu wie immer am Ende der Sendung. Und damit kommen wir zum ersten Thema. Das KDW wird verkauft. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Der Konsumtempel am Tauentzien war einmal eines der Aushängeschilder des Karstadt-Konzerns. Jetzt geht das Haus in den Besitz von österreichischen Investoren über. Die gute Nachricht dabei ist, mit dem Erlös von 300 Millionen Euro sollen die anderen Karstadthäuser in ganz Deutschland auf Vordermann gebracht werden. Die Verunsicherung ist trotzdem groß bei Kunden und bei den Angestellten. Ildiko Bogner mit den Einzelheiten. Lange wurden Investitionen in den angeschlagenen Warenhauskonzern gefordert. Nun erhält Karstadt eine Finanzspritze von 300 Millionen Euro, von der alle 114 Häuser profitieren sollen. Das Geld ist Teil der Übernahmevereinbarung der Premium-Gruppe, zu der auch das KDW gehört, sowie die Sportfilialen durch den österreichischen Immobilienkonzern Signa. Ob 300 Millionen ausreichen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte ist, wer sozusagen das Geld bringt. Es ist jedenfalls nicht der bisherige Eigentümer, der bis jetzt noch keinen müden Cent in das Unternehmen gesteckt hat, sondern nur rausgezogen hat. Da die Beschäftigten aber in den neuen Sanierungsjahren auf Teile ihres Entgelts verzichtet haben, fordern sie auch Alteigentümer Berggrün auf, in die Tasche zu greifen. Doch lohnt es sich überhaupt noch, in die marode Warenhauskette zu investieren? Gerade in der Schlossstraße haben Kunden beim Einkaufen die Qual der Wahl. Geht man da noch zu Karstadt? Und das sind eher die Leute, die dann halt, wie hier vorne halt, die halt etwas gediegenen Alters sind, die dann auch dort was essen gehen oder auch im Supermarkt dort einkaufen unten. Das ist nicht meine Welt. Das, was man eigentlich für einen Ticklinie braucht, haben muss, das findet man doch hier. Lebensmittelabteilung ist sehr schön. Es gibt auch keine Unterhaltungselektronik mehr. Es gibt auch keine Buchabteilung mehr. Das sind alles so Mängel, die dazu führen, dass das Unternehmen bergab geht. Nicht nur bei Karstadt ist man in Sorge, auch die KDW-Mitarbeiter wissen nicht genau, was auf sie zukommt. Ab kommenden Montag beginnen die Tarifverhandlungen, in die sich die Gewerkschaft mit ganz klaren Forderungen begibt. Das heißt Rückkehr zur Tarifbindung und das heißt eine Standort- und Beschäftigtensicherheit herzustellen. Das ist, glaube ich, so das, was den Kollegen in diesen beiden Teilunternehmen Premium und Karstadt Sports jetzt auch am wichtigsten ist. Die langjährige Geschichte eines Traditionshauses geht also weiter. Wie lange noch und inwiefern Karstadt von der Finanzspritze langfristig profitiert, wird sich zeigen. Und wir kommen zum nächsten Thema. Es sind die zwei Flaggschiffe der Gesundheitsversorgung der Hauptstadt, die Charité und der Vivantes Krankenhauskonzern. 2010 hatte der Senat beschlossen, dass die beiden landeseigenen Unternehmen enger zusammenarbeiten sollen und damit ab 2015 jährlich rund 45 Millionen Euro einsparen sollen. Heute gab es einen Zwischenstand und die Kliniken scheinen auf einem guten Weg zu sein. Ein gemeinsames Labor gibt es bereits und das hat sich dann auch gleich an die Spitze der größten europäischen Einrichtungen dieser Art katapultiert. Doch auch in Zukunft soll die Zusammenarbeit noch weiter ausgebaut werden. Adrian Förster mit den Einzelheiten. Charité und Vivantes machen zusammen einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro. Da sieht die Regierung einer klammen Stadt wie Berlin natürlich Einsparpotenzial, ob bei der Patientenversorgung, der Laborarbeit oder in der Verwaltung. An vielen Stellen können bei den großen klinischen Unternehmen Synergien gebildet werden. Doch der Anfang war 2010 gar nicht so einfach. Es ist etwas anderes, ob Sie so eine Einrichtung, eine solche Institution haben oder ob Sie eben eine Universitätsklinik haben, in dem es eben Mitbestimmungstraditionen, in dem es eben Hochschulrecht auch gibt, wie in einer Universität. Und das sind verschiedene Kulturen, die sich auch miteinander natürlich erst einmal auch absprechen müssen und miteinander sozusagen on speaking terms bringen müssen. Mittlerweile sparen die beiden Unternehmen jährlich rund 35 Millionen Euro ein. Immer unter der Prämisse, die Gesundheitsversorgung auf einem hohen Niveau zu halten. Eine Erfolgsgeschichte ist vor allem die Gründung eines gemeinsamen Labors. Die nächste große Herausforderung ist ein Strahlentherapiezentrum, das auf dem Gelände des Vivantes Krankenhauses Friedrichshain entstehen soll. Großes Potenzial sehen die Kliniken aber auch im gemeinsamen Einkauf. In der Universitätsmedizin natürlich
die Innovation voranzutreiben. Und Innovation ist häufig auch mal mit mehr Geld verbunden. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was uns auch im Augenblick beschäftigt. Herzschrittmacher einkaufen. Da ist es wahrscheinlich für eine Regionalversorgung einfacher zu sagen, wir standardisieren hier auf einen Anbieter und der wird benutzt. Der klinische Forscher an der Charité hat natürlich den Anspruch, für den individuellen Patienten vielleicht noch mehr rauszuholen. Hervorgehoben wurde bei der Zwischenbilanz, dass vor allem bei der Patientenversorgung als auch bei der Forschungsarbeit der hohe Standard gehalten werden soll. Verbesserungen soll es in naher Zukunft vor allem beim Krankenhausessen geben. Ein Versprechen, das vor allem die Patienten freuen wird. Und wir machen jetzt erst einmal weiter mit den Meldungen im Kurzüberblick. Der Senat hat heute grünes Licht für den vollständigen Rückkauf der Berliner Wasserbetriebe gegeben. Die Vorlage muss aber noch durchs Abgeordnetenhaus. Finanzsenator Ulrich Nussbaum hatte angekündigt, Berlin könne nach den Anteilen des RWE-Konzerns auch die verbleibenden rund 25% der Wasserbetriebe vom französischen Unternehmen Veolia für 590 Millionen Euro zurückkaufen. Niedrige Wasserpreise seien damit aber noch nicht zu erwarten. Der Rückkauf soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, weil Veolia sonst Rücktrittsoptionen habe. Und weiter geht es jetzt mit Meldungen im Filmüberblick. Ex-BR-Chef Schwarz fordert Gehalt bis 2016. Nach der geplatzten BER-Eröffnung in Schönefeld hat Rainer Schwarz seinen Hut als Flughafenchef nehmen müssen. Zunächst beurlaubt, erhielt der Manager im Juni die fristlose Kündigung. Nun geht Schwarz gerichtlich dagegen vor und klagt auf eine Fortzahlung seines Gehalts bis Mai 2016. Inklusive Altersvorsorge soll es um eine Summe von rund 1,7 Millionen Euro gehen. Allein sein Monatsgehalt betrage laut Vertrag 28.000 Euro. ICE-Strecke Hannover-Berlin bald wieder frei. Seit dem Elbe-Hochwasser im Juni ist die wichtige ICE-Strecke gesperrt. Ab November soll die Verbindung endlich wieder frei befahrbar sein. Damit fahren die ICEs auf dieser Route dann wieder nach dem regulären Fahrplan. Die Verbindung ist wegen Hochwasserschäden an einem Teilstück in Sachsen-Anhalt unterbrochen. Wegen der Sperrung müssen die ICE-Züge derzeit noch Umwege fahren. Die Fahrzeiten verlängern sich um bis zu eine Stunde. Wahl 13 auf TV Berlin. Diesmal trifft Harry Perlinger den grünen Spitzenkandidaten Özcan Mutlu. Er kandidiert in Mitte und gemeinsam mit unserem Team besucht er das Familienförderzentrum Pankehaus im Oldiner Kiez. Außerdem sprechen wir mit Anwohnern über die Probleme der Soldiner Straße. Stars in Konzert im Estrell Hotel ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Seit mittlerweile 16 Jahren präsentiert die Doppelgänger-Show Musiklegenden wie Elvis, Cher, Madonna oder die Blues Brothers auf der großen Bühne des Convention Centers. Grund genug also zu feiern und das mit vielen Prominenten. Tamara Bilic war mit dabei. Und damit sind wir beim Wetter. Sonne statt Regen, so lautete die Wetterdevise heute Mittag. Doch es scheint wohl nur ein kleines Intermezzo gewesen zu sein. In den nächsten Tagen kehren die Wolken und der Regen zurück. Und auch die Temperaturen kratzen nicht mal mehr an der 20-Grad-Marke. Das war's dann wohl mit dem Sommer. Hier die Aussichten für die kommenden Tage, die wenig Hoffnung auf einen schönen Herbst machen. Heute Nacht sind keine Regenschauer zu erwarten, doch es zieht ein dichtes Wolkenband über die Stadt hinweg. Das Quecksilber sinkt auf kühle 7 Grad. Der Mittwoch zeigt sich den ganzen Tag über dunkel und regnerisch, wobei es höchstens am Vormittag gebietsweise etwas Sonne geben kann. Dazu gibt es gerade mal herbstliche 11 Grad als Höchsttemperatur. In den nächsten Tagen lockert sich die Wolkendecke teilweise etwas auf und ab und zu lässt sich die Sonne blicken. Insbesondere am Freitag muss aber schon wieder mit Regen gerechnet werden. Ansonsten bleibt es durchwachsen. Die Tageshöchstwerte klettern gerade mal auf 15 bis 17 Grad. Und das war es dann auch schon wieder aus der TV Berlin Nachrichtenredaktion. Wir melden, und Sie wissen es, im Verlauf des Abends zu jeder vollen Stunde. Und sonst haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, unter www.tvb.de das Neueste aus der Stadt zu erfahren. Oder Sie klicken einfach mal auf den TV Berlin YouTube-Channel. Von dieser Stelle aus jetzt erst einmal viel Spaß beim hier folgenden TV Berlin-Programm.